So sieht es im Moment aus, Leute. Mit mir, die gestern Abend schon im Livestream waren, haben es ja schon mitbekommen. Ich habe eine ultrastarke Erkältung, bin nur am Husten, am Schnupfen. Aber ich habe keine Körperschmerzen. Also können wir ein bisschen Clash of Clans machen. Und bam, wir haben gestern echt geil losgelegt in der Liga, kann ich euch sagen. Also Ligastart in vier Clans, 4x15 sind es diesmal nur geworden. Wir springen einmal über alle Clans, würde ich sagen. Aber legen los mit dem allerersten Angriff, glaube ich, überhaupt des Abends von Eve. Sir Triple M. Oder ich sage mal Sir Triple M. Also von Max. Ich denke mal, ist noch ein alter Bekannter, auch aus der Streaming-Szene. Und der sich hier bei uns eingefunden hat. So ein bisschen so, ja, kann ich bei euch spielen? Kein Thema. Wir schmeißen niemanden hier raus oder lassen jemanden nicht rein, wenn wir nicht selber Not am Mann haben. Und finde ich auch ganz gut, dass er hier mitmacht. Allerdings ist der Angriff mal so gar nicht nach seiner Nase gelaufen. Als Queen schon sehr früh hier in der Zündung. Schuld daran ist der OP Headhunter gewesen, den er hier jetzt allerdings auch gegen den King zieht. Und dann will die Queen auch erstmal ganz um dieses kleine Compartment gehen. Ja, bloß nicht auf den Multi irgendwann mal gehen, sondern erstmal schön rumgehen. Immer schön rum erstmal. Erstmal den Sammler, dann die Kanöne. Und dann muss er natürlich schon anfangen zu friesen hier. Macht das auch sehr hart, sehr eng oder sehr, sehr spät. Aber die Queen möchte immer noch nicht auf den Inferno gehen. Die geht erstmal da aufs Lager, auf den Sammler. Dann wieder auf das Kanönchen. Und dann erstmal auf die Luftabwehr. Und dann außen der Bohrer. Der ist ja auch so wichtig. Also die Queen sollte eigentlich nach Wichtigkeit mal unterscheiden. Jetzt hat er allerdings auch ein kleines Problem, dass die Heiler die ganze Zeit weggedrückt werden von dem Feger. Und die Queen kurz mal im entschuldigt, Leute. Und die Queen nicht mehr geheilt wird. Und dann muss es hier jetzt weitergehen mit den Hogs. Also ein Queen Charge, reiner Hog-Angriff mit Super Hogs und normalen Hog-Ridern. Rathaus ist noch ziemlich weit weg. Und ich habe da tatsächlich eigentlich an dieser Stelle schon gedacht, okay, das wird nichts mehr. Aber hier haben sich doch ein paar Hogs entschieden. Wir gehen mal zum Rathaus. Und der Warden ist auch noch mit am Start. Hilft auch noch ein bisschen. Unten hat er es mit dem King versucht. Der ist allerdings kläglich gescheitert. Und der Royal Champion hat jetzt auch noch die Queen vor sich. Aber schöner Gift hier für die Queen. Die hockt da nämlich drin. Schießt kein Mal. Die schießt gar nicht mehr. Okay. Und kann den noch zünden hier. Jo, da bin ich bei mir wieder. Und kann den noch zünden. Also sehr, sehr schön. Und ich kann es ja ruhig schon vorwegnehmen. Erster Angriff des Abends in der neuen Liga August. Und gleich ein Triple hier von Max. Echt sehr schick. Und allerdings sind wir dann auch immer ganz, ganz schnell wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Also Start gut, Rest normal. Niemand erwartet hier, dass wir Meister 1, wo wir 5 Monate für gebraucht haben, um hier aufzusteigen, direkt nach Champion wollen, kann ich euch sagen. Das erwartet niemand. Hier oben hat man sich halt baiten lassen, ja, aber richtig schön baiten lassen, vor allem der Proxy hier. Und aber wie gesagt, das könnt ihr im Livestream nachschauen. Auf Twitch.tv gibt es die Wiederholung schon, beziehungsweise den Inhalt, wer ihn gestern Abend verpasst hat. Und ich sehe, okay, Glati, ja, die Horrorbase, das waren 14er. Aber die Horrorbase. Echt die Horror. Oh, Herr Mortus, okay. Herr Mortus, okay. Das ist jetzt ein Angriff auf uns. Aber sieht noch ganz gut aus. Und auch den Clankrieg vorher haben wir gewonnen, Leute. Da fragt nicht wie. Ich habe ganz, ganz kurz vor Schluss angegriffen. Weil ich war an dem Tag ja weg und wollte nicht am Handy angreifen. Und habe dann, ich glaube, so 9 Minuten vor Schluss. Ne, 4 Minuten vor Schluss, okay. Habe ich mein Tablet hier raus, draußen auf den Tisch geworfen, habe es hochgemacht, schnell Truppen gegeben und habe den letzten Stern hier rausgeholt für uns. Gerade so geschafft. Der Gegner hat das auch nicht mehr kompensieren können, nur noch mit einem Stern. Und dann hat man am Ende auch noch mehr Prozente nur mal nebenbei, weil ich jetzt kein Video mehr zwischendurch gemacht habe, wie es eigentlich dazu kam. Und die Videofolge hätte eh geheißen, ich kicke mich bald selber. Ja? So hätte sie bald eh geheißen, weil so spät greift kein Mensch an Toto. Ich eigentlich auch nicht. Okay, Leute, wir gehen ein weiter. Wo gehen wir hin? Wir gehen mal zum Clan Deutschland-Ad. Also Herausforderer, Liga gestartet, 15er.
Only Rathaus 15, wir können schön durchtauschen. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde am Wochenende vielleicht hier nicht spielen. Also ich setze auch mal aus, weil wir haben genug 15er, die auch darauf warten, dass sie zum Einsatz kommen. Und dadurch, dass wir mal die komfortable Situation haben und können tauschen, dann machen wir das auch. Okay, gehen wir zum Avatar, der ist in Deutschland Ad, ist mein einziger Account, der in Deutschland Ad ist. Und hier sieht es allerdings auch, glaube ich, ganz gut aus, so wie ich das gestern gesehen habe. Nachtschatten hat gestern schon alle seine Angriffe rausgehauen und ich sehe, dass ich gedefft habe. Ui, ich habe gedefft gegen die Nummer 3. Gegen die Nummer 3, sehr, sehr schick. Das finde ich gut. Nachtschatten, Nachtschatten, 3. Die haben wir gestern schon gesehen. Wen nehmen wir uns denn mal? 1, 2, 3. Oh, machen wir mal den Nico hier. Nehmen wir mal den Nico hier mit. Okay, ein paar Schleichis hier vorweg oder für die Klarburg. Keine Ahnung, was er da oben vorhat. Vielleicht die Klarburg irgendwie wegnehmen, rausnehmen. Beim Clan Free-to-Play, glaube ich, sind die Clanbogen mal wieder leer. Da müsst ihr mal kurz nach checken, wie der Stand der Clanbogen in der Liga bei eurem Gegner ist. Und deswegen gucke ich da auch nach. In den großen Clans hier, glaube ich, wird das niemand machen. Also mit großen Clans meine ich mit 14ern und 15ern hier oben. Wir sind jetzt zwei 15er hier, weil die konnte ich nicht mehr unterbringen. Die sind jetzt hier halt im Clan Deutschland Ad gelandet, aber finde ich trotzdem gut, dass sie überhaupt wieder da sind. Das waren der Axel und der Dominik. Die waren letzte Saison, glaube ich, bei uns mit bei den Herausforderern. Kämpfen hier jetzt mit, finde ich absolut toll und schön, dass sich daran erinnert haben, dass wir hier Liga spielen und eigentlich niemanden oder jeden versuchen, irgendwo ein Zuhause für die Liga zu geben, sofern es in unseren Möglichkeiten steht. So muss ich sagen. So, Rathaus hat er sich ja gezockelt und dann holt er sich außen noch ein paar Prozente mit den Schleichis. Durchaus machbar und durchaus auch in Ordnung, weil hier außen kannst du nicht mehr ganz so viel holen, weil dort alles so ein bisschen in Beschuss ist. Hier ist eh nichts mehr, aber mehr geht jetzt auch nicht. Das dunkle Lager, ja, bekommt das noch mit einem. Mach mal. Knapp, okay. Sehr, sehr knapp, aber trotzdem sehr, sehr schön. Und hier sieht es im Moment ja ganz gut aus. Ich will gar nicht hier so reingucken. Das ist ja noch relativ unaussagekräftig. Aber ich habe auch noch nicht geschaut, wie überhaupt unser Lineup ist. Ich link euch mal wieder den Link zum Overview Clash of Clans CWL unten mit rein. Wenn ihr den aufruft, könnt ihr eure Tag eures Clans eingeben und seht dann eigentlich alle Begegnungen, beziehungsweise ihr seht alle Clans und welche Rathäuser kommen noch auf euch zu. Nächste Station, Leute. Free-to-Play. Nächste Station Free-to-Play, da haben wir auch etwas Verstärkung im oberen Bereich bekommen. Und eben mal spenden hier, das machen wir mal so. Was haben wir denn eigentlich hier? 31, das ist auch viel. Ne? Das ist aber auch ein bisschen viel, Leute. Machen wir es lieber so und nehmen noch einen davon mit. 1, 2, 3, das. So. Hier haben wir ein bisschen Verstärkung bekommen oder ein kleines bisschen Verstärkung bekommen. 18, 13 sieht noch ganz stabil aus. Oben mal wieder 15er, ja, die machen uns natürlich auch down. Keine Frage, ich muss gegen 14er. Ich werde diese Saison ganz, ganz viel Blimp spielen. Also Blimp mit Superbogies und Magiern oder aber mit Kobolden, weil ich möchte es eigentlich ungern zulassen, dass ich hier mit meinen komischen Angriffen manchmal nur einen Stern hole, obwohl man eigentlich relativ einfach zwei holen kann. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Und die haben es hier vielleicht ein bisschen einfacher gehabt, weiß ich gar nicht. Wir können mal replayen. Das ist 12 auf 13, okay, aber die Base ist nicht so stark. Der hat aber einen Adler, aber hat noch keine Scattershots, so wie ich das gerade sehe. Ne, die fehlen ihm noch und da hat der Lugami mit Edra zugeschlagen, okay. Das ist aber klassisch, ne? Das ist wirklich so ein klassischer Edra-Angriff. Raus die Meute, rein ins Feld. Raus die Meute, rein ins Feld. Edrachen brauchen halt immer Wut. Viel Wut, um besser zu sagen. Und sie brauchen eine ordentliche Wortentzündung hier am Rathaus. Aber das Rathaus ist auch erst
ich nenne es mal so Level 2, da passiert noch nicht so viel. Es fliegen zwar so ein paar außen rum, so ein paar viele außen rum, hier in der Mitte ist noch nicht so viel. Der Adler ist auch noch am Start. Mal sehen, ein Unsichtbarkeitszauber. Wofür hat er den jetzt genommen? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. War das unsichtbar oder was Fries? Ah, weiß ich gar nicht. Oh, die Loons da. Eieieiei. Die Loonies haben nicht viel gerissen, die da war der Value nicht ganz so nicht ganz so toll. Oh mein Gott. Und aber da ist noch ein Drachenreiter mit drin gewesen, okay. Kurz vorm Single nochmal den Wut für den E-Drachen. Jawohl, der bounced auch richtig schön durch hier, die Blitze. Sehr schön gemacht. Außen allerdings auch nochmal ein Single. Hat aber auch noch den Dicken. Hat noch den Warden. Der wird auf jeden Fall den Inferno-Turm schaffen aufgrund seiner Range allein schon. Und die Drachen kommen so nach und nach und nach und nach. Ja, E-Drachen sind ja gar nicht so meine. Es sind gar nicht so meine Welt. Aber okay, ich wollte euch auf jeden Fall über den Ligastart hier unterhalten. Ich hoffe, ihr hattet auch einen coolen Ligastart. Ob ihr wieder die Woche nur irgendwie überstehen wollt. Ja, so, ich lasse das mal über mich ergehen. Das ist ja immer die große Frage. Im Moment bin ich noch sehr, sehr zuversichtlich. Wir müssen nicht unbedingt gewinnen. Liga halten ist auf jeden Fall hier das Ziel. Und das haben wir bisher immer irgendwie erreicht. Ich gehe mal auf den Zweisong, Leute. Der ist nämlich nicht mit in der Liga dabei. Also ich habe mal so ein paar von mir auch rausgelassen im Clan Totus Bande, weil auch hier spielen wir nur einen 15er. Und aber hier sieht es auch ganz gut aus. Okay, der Hai hat kassiert. Wir sind aber noch ganz gut vorne. Ich muss mal gerade gucken. Frey hat gestern Abend schon angegriffen. Kriegsminister auch. Was haben wir hier? Was haben wir da? Roki haben wir gestern Abend schon gesehen. Also das, was wir abends im Livestream gesehen haben, zeige ich euch nicht nochmal, wenn ich mich dann dran erinnere. Und was nehmen wir denn hier? Wie sind denn die hier unten eigentlich? Ach nee, das ist Uschi. Okay, das ist Uschi. Uschi doof. Uschi weg. Uschi doof. Rick kassiert. Der kassiert. Puh, puh, puh. Ja, nehmen wir doch nochmal einen Kriegsminister. Hier ist egal. Ist egal, nehmen wir nochmal einen Kriegsminister. Also 15 auf, nicht 15 auf 15, sondern auch hier leider nur eine 15er CWL. Aber immerhin, es ist noch eine zustande gekommen. Bevor hier gar nichts läuft, habe ich am Montag gedacht, war es Montag? Ne, am Mittwoch, ne, am Dienstag. Dienstag war der erste, ne? Habe ich am Dienstag gedacht, dass wir abends die Liga starten. Ziemlich zeitgleich. Das hat dann auch mit dem Mittwoch jetzt gestern Abend gepasst, obwohl ich wirklich nicht so lange machen wollte. Sind es trotzdem wieder über 2 Stunden geworden. Aber ich war gestern in fürchterlicher Verfassung. Unausgeschlafen. Verschnupft bin ich immer noch. Und fern der Heimat. Aber ich wollte trotzdem ein bisschen den Ligastart mit euch feiern. Und ich denke mal, das ist auch auf jeden Fall gelungen. Also es war am Ende, ja, ich denke immer so negativ, wenn ich ins Stream reingehe. Manchmal denke ich auch, boah, du hast gar keinen Bock, jetzt zu streamen, ja. 30 Grad da draußen, bestes Wetter, Pilz vor der Nase und dann gehst du hier hoch. Aber im Moment, bestes Wetter zum Stream, nur am Regnen. Ich meine, hier hat es heute schon mal aufgehört. Und die paar Minuten habe ich auch genutzt, um hier einen kurzen Mittagsspaziergang zu machen. Weil anders kriegst du es irgendwie nicht hin. Du musst dann schon auf die Wetter-App gucken, wann kommt der nächste Regen. Auch mit E-Drachen hier. Aber die E-Drachen, Leute, die könnt ihr euch gleich angucken. Die fliegen nämlich echt, echt cool. Weil so straight, wie die hier jetzt reingehen, guckt euch das an, die können gar nicht woanders hin. Okay, der Feger ist jetzt ein bisschen nervig, hat aber noch Queen, die geht, glaube ich, auch gleich noch rum, weiß ich gar nicht mehr. Es sieht erstmal nicht so dolle aus, aber passt noch mit den Loons auch. Der Feger ist jetzt weg, ich meine, der hat die jetzt auch schön rausgefegt eigentlich, sodass sie nicht ganz so viel Schaden bekommen haben. Und sie sind immer noch gut dabei,
Die Frieses müssen allerdings jetzt kommen über die Luftabwehr oder über den Single. Jawohl, da kommt nochmal über den Single. Ich glaube, ich habe gestern genauso moderiert. Das ist jetzt schon so ein bisschen so ein Déjà-vu gerade. Weil ich habe gestern, glaube ich, genauso reagiert. Und dann mache ich gleich noch gerade ein Thumbnail, würde ich sagen, für das Video hier. Denn wenn ich hier fertig bin mit Video drehen, dann schneide ich das Ganze am Mac. Und werde den Rechner hier auseinanderbauen, denn meine ganzen Teile sind da, Leute. Heute sind die letzten beiden gekommen. Und dann werde ich gleich den Rechner auseinanderbauen, erstmal aussaugen. Da ich aus dem noch ein paar Teile brauche, aber noch sind wir bei Clash of Clans. Und das will ich auf jeden Fall sauber zu Ende machen. Aber hier sieht es auch ganz gut aus, 15 auf 15. Und eben mal ein Screenshot hier machen vom Toto. Im Moment lebe ich ja von den Screenshot-Thumbnails, die ich so mache. Also hier von der Liga. Live. Okay, wir gehen live rein. Bam. Zack. Okay. Wir gehen hier live rein. Der Goblin 2 auf die Nummer 7. Sieht aber nicht so schick aus, muss ich sagen. Die ganzen Drachen gehen hier außen lang. Okay. Ah, das große Feld ist aber auch doof, ne? Der Adler wird jetzt auch immer ballern, da unten der Scattershot auch noch. Aber ich denke mal, 2 Sterne, absolut top hier. In Meister 1 ist auch jetzt das erste Mal, dass wir wirklich ein wenig oder überhaupt im Meister 1 spielen. Und niemand erwartet, glaube ich, von uns, dass wir hier Champions spielen wollen, sondern erstmal Liga halten. Und erstmal wieder gesund werden. Das kommt auch noch dazu. Oh, ist doch gar nicht mal so schlecht geworden. Kann auch noch Zünder unten. Den Royal Champion macht er jetzt auch. Hat noch 2 Babys. Mal gucken, wo er die setzt. Ein bisschen ist hier oben noch zu holen. Zack. Jawohl. Ein paar Prozente noch mitnehmen. Sehr schick. Und hier unten vielleicht auch. Wenn hier unten gleich geschossen wird, kann ich mir vorstellen, dass man das 2. Baby mit reinnimmt. Ah, okay. Er nimmt es jetzt da schon mit rein. Und dann überlebt das natürlich nicht ganz so lange. Allerdings der Digi stand da unten auch noch immer noch den Bogenschützenturm. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte ihn hier unten mit reingenommen, weil die Luftabwehr schützt das alles nicht hier. Und wenn der gleich Beschuss bekommt hier, der Kleine, von dem Bogenschützenturm, dann kann man den locker hier mit zusetzen. Vielleicht wird er dann aber auch zum Lager fliegen, je nachdem wie man ihn setzt. Am besten setzt man ihn dann nach da, dann würden die hätte Fahrradschlauch. Hätten die beiden dann zusammen noch ein bisschen was gemacht, aber nochmal 80% hier. Ja, das ist, oder ich glaube, das ist gerade mehr als ich erwartet habe. Und ich glaube auch mehr als das, was Goblin gerade erwartet hat. Aber schöner Angriff, steht nicht mehr viel. Das muss der Gegner auch erstmal kompensieren. Allerdings habt ihr ja gesehen, zu Anfang 2-1er. Da müssen wir noch einen 3er hier reinballern. Oder der Gegner macht halt immer ganz, ganz saubere 2 Sterne bei uns. Bisher ist das so. Dann entscheiden es am Ende wahrscheinlich die 3er. Okay, ich werde gleich spenden und hoffe, dass euch die Folge trotzdem ganz gut gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und ich hoffe, dass ich für euch irgendwie am Wochenende was von mir zu hören bekommt. Und wenn nur im Discord, weil ich hier vielleicht nachher ein Problem bekomme mit meinem Betriebssystem etc. Ich kann es nicht installieren, muss alles fresh machen und. Und das wird natürlich dauern. Arbeiten muss ich auch noch nebenbei. Was heißt nebenbei? Hauptsächlich noch arbeiten, klar. Und hier hinten, die Baustelle ist auch noch nicht ganz abgebaut. Die meisten Sachen sind jetzt aber unten und draußen. Wir können hier irgendwann mal wieder eine schöne Roomtour machen. Und dann könnt ihr sehen, wie ich hier entrümpelt habe und wie leer dieser Raum mittlerweile geworden ist. Also richtig, richtig schick. Ich bin richtig, richtig stolz auf mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also wie gesagt, ich fange jetzt an zu basteln. Bis dahin, euer Toto. Clashed.